Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind schwer getroffen, meine Damen und Herren. Da erstmal ein Superline. Ja, und damit herzlich willkommen zu Black Wake. Ich stülle mir hier schon mal einen rein. Und ja, wir sinken schon in der ersten Sekunde. Das ist... Ja, moin! Das ist nicht gut, meine Herren. Boah, darf ich alle nicht. Meine Kameraden sind schneller als ich. Ich weiß nicht, aber der Captain, der fährt anscheinend wie ein Besoffener. Wir sind hier auf dem größten Schiff und wir surfen hier gleich ab. 5 Löcher. Ich glaube, das endet nicht gut. Ich glaube, ich habe ganz... Ja, Alter. So fährt das Schiff einfach mal durch. Alles klar. Und hier ist ein Lichtstreifen. Sorry. Na, aber... Some Pumps aktiv. Normalerweise müssten alle Pumpen... Das Schiff ist weg. Ganz ehrlich. 8 Löcher. Ja, toll. Eine Sekunde im Game und direkt versenkt worden. Ich kann doch auch nichts dafür. Ach Mann, diese elenden Briten. So, nicht wundern, falls der Sound etwas zu laut sein sollte. Ich hoffe, es ist trotzdem ertragbar. Ich habe jetzt mal alles ein bisschen hochgeschraubt. Ich habe den Fehler gefunden. Wurde mich in die Kommentare geschrieben. Das hier war zu niedrig eingestellt. Also der... Ich glaube, ich stelle mal die ein bisschen so, dass uns nicht ganz die Ohren rausknallen, weil es ist ja doch schon laut. Gucken mal, ob wir hier überleben. Wir sind jetzt gerade auf ein kleineres Schiff. Ich weiß nicht, warum wir jetzt gerade auf ein größeres waren. Keine Ahnung. Da hinten sind Schiffe. Das ist unseres. Da drüben sind die Feinde. Kleines Piratenschiff wurde zerstört. Das ist nicht gut. Ich hoffe jetzt, dass unsere Dudis jetzt nicht auf unsere Leute feuern. Seid ihr so klug? Anscheinend. Das ist schon mal gut. Eieieiei. Also ich glaube, diese Runde wird nicht an uns gehen. Ganz ehrlich, weil unser Captain fährt wie ein Besufski. Und wenn unser Captain wie ein Besufski fährt, ist das nicht gut für uns. Müsste ich eigentlich... Ach Gott. Man müsste halt die Crew ein bisschen, ein bisschen vorbereiten. Wir brennen! Captain, wir brennen! Wo ist das Zeug zum Löschen? Ich trage hier eine Kugel rum. Ganz. Oh Gott, ist es, wenn unsere Segelfackeln haben. Ich kenne das Schiff nicht. Hier ist ein Wassereimer. Löschen! Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Wir probieren mal hier. Ah! Können wir unseren Mast irgendwie löschen? Das wäre nice. Das wäre nice. Hat das was gebracht? Nichts. Ja, ich glaube, das endet nicht gut für uns. Das endet nicht gut für uns. Wir nehmen erstmal Lücken und genießen hier mal die Lage. Ganz ehrlich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, meine Damen und Herren. Wir fackeln immer noch ein bisschen ab. Oh, gut, wir sind gelöscht. Ich repariere mal die Segel. Weil damit verlieren wir wirklich ordentlich Geschwindigkeit. Das merkt man so gar nicht, aber wenn die schon so zusammengedaddelt sind, ist nicht so ganz so geil. So, jetzt können wir doch wieder Vollstoff geben, Captain. Segel repariert! Okay, ich schnapp mir hier auch mal eine Kanone. Uff, auf wie viel Metern ist denn das? Ui. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich hatte auch schon oft, dass die Schiffe gegenseitig untereinander abgeballert haben. Da waren die so dull einfach im Kopf. Einfach gegenseitig abgeknattert. Ui, das war nicht schön. Ja, Kanonen sind schon geil, ne? Aber das ist schwer. Von der Seite hier, okay. Steuerbordseite. Wir haben nichts, wir haben nichts, wir haben nichts, wir haben nichts. Munition brauchen wir. Da redet einer. Das sind Deutsche, hier sind Deutsche. Nein. Der wurde weggeschnackselt. Vielleicht sollte ich auch mal mitreden. Gut, Grapple ist drin. Der Grapple. Junge, das hat's gebracht. Das hat's gebracht, in Klammern nicht. Piraten wurden zerstört. Wir fahren echt wie die krankesten Moloks, ey. Das ist nicht schön.
die haben gut gesessen. Ein paar Treffer haben sie gemacht. Ja, so kann man echt schön schießen. So kann man schön schießen. Ganz ehrlich. So lässt sich leben. Ey, Junge. Klaut doch einfach mal Zeug hier. Meine Kanone. Wow, der Ping ist aber nicht so ganz so geil. For Grapples. Boah. Ja, was. Puh. 700. So. Boah, das kann ich ganz schwer einschätzen jetzt gerade. Auf der Distanz zu schießen. Ist schon wirklich, habe ich. Da vorne kommt aber das eine Schiff ein bisschen näher. Die Runde ist aber schon ziemlich finito. Oi, da wurden wir getroffen. Ich repariere mal das Loch. Ah, du reparierst das Loch. Ja, irgendjemand repariert das Loch. Ja, Victory wird ein bisschen schwer, meine Leute. Ich hab halt nichts, wo ich... Special. Wir probieren mal das Fernrohr aus. Ui. Jo, da wurden wir gut getroffen. Ich repariere das andere Loch, mein Freund. Oh, oh. Jo, jo, jo. Boah, wir werden aber jetzt hier ganz... Das tut weh. Ah. Ja, da ist die Kauleiste erstmal abgefallen, nicht? Puh. 5 Löcher, das ist echt hart. Boah, Junge, 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 Junge. Segel zerstört. Ja, das mache ich schon, Captain. Ei. Oh. Ei. Aber solche Treffer, die sind tödlich. Überleg dir mal, das wäre bei einem echten Piratenschiff. Das Schiff wäre weg. Ja, das konntest du nicht halten. Klar, hier würde ich sagen, machen die Kugeln vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden, als es in echt wäre. Weil die Schiffe sind ja in echt ein bisschen dagegen gebaut auch. Mit speziellem Holz und so weiter, ne? Ach, jetzt da ein Grapple drin. Belasten, meine Herren. Feuert! Wie viele Meter sind die denn weg? Ich habe jetzt mich auch mal hier Low Supplies hier das Fernglas geholt. Das sieht man schön die Meteranzahl. Und dann kann man schön ein bisschen abschätzen, wie weit jedes Schiff weg ist. Ist eine tolle Sache. Kann man auch definitiv brauchen. Ja, Junge. Der schaut gar nicht hin und schießt. Leute, Konzentration, ey. Der macht schon gut ein Manöver jetzt. Also der ist definitiv ein bisschen mehr on fire als der davor. 500 Meter? Yo, der hat gesessen, Captain. Ja, Navy wins. Ich denke, wir hängen da noch mal eine Runde ran, weil das stellt mich jetzt hier nicht zufrieden. Captain, wir wurden getroffen. Gleich mal reparieren. Ui. Captain gibt keine Befehle. Das ist nicht gut. Wir gucken mal durch. Das sind 600 Meter, würde ich... Ne, 400. So, circa. Der könnte treffen. Yo. Hat getroffen. Geiler Schuss. Hat gesessen auf jeden Fall. Wir laden mal die Kanonen nach. Wow. Junge, Junge, Junge. Aber wenn wir so Breitseite an Breitseite... Wir haben den Vorteil, wir haben nicht so eine große... Breitseite... Also... Trefferauflage, blöd jetzt gesagt. Wir sind nicht so ein großes Ziel. Wir liegen recht flach im Wasser. Das Schiff da vor uns ist gut zu treffen eigentlich. Man kann es wirklich sehr gut treffen. Wir haben halt wirklich den Vorteil, dass wir ein bisschen kleiner sind. Da kann man vielleicht ein, zwei Sachen schnacksen. Haben wir getroffen? Jo, wir haben getroffen. Wunderbar. So kann man schön schießen. Kein Gegenfeuer und dauerhaft schießen. Das ist doch geil. Das wollen wir doch alle hier. Das wollen wir doch alle hier. Achtung, Piraten! Nicht die eigenen abschießen. Das ist echt wichtig. Nicht die eigenen Harris abschießen. Wir haben keine Munition mehr, Captain. Oh, schnell mal hier Munition holen. Die lag da hinten. Ja, hier hinten, oder? Nee, wo lag die? Nee, doch, da vorne. Ich sag, alles einfach aufgebaut. Ist es auch. Zu einfach für mein Gehirn. Okay, dann gehe ich mal an die Kanone hier. 500 Meter. Der könnte es setzen, oder? Ja, wir haben getroffen auf jeden Fall. Wir haben getroffen. Das ist geil. Also es macht echt Bock ohne Ende. Es macht halt, vor allem es macht halt auch so mega Bock hier einfach so Kanonen zu laden, zu ziehen und bla 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 bla. Ich habe was unlocked. Wunderbar. Das ist halt schon geil.
Und mit den Meteranzahlen kann man echt ein bisschen besser jetzt hier alles abschätzen. Aber aus so einer Distanz zu kämpfen ist auch immer etwas eine Gefahr. Ihr seht, wir haben jetzt auch gerade ein bisschen verschossen. Oh, 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 oh. 500 Meter. Da üben ist das Schiff. Wir müssten eigentlich unseren Kameraden mal ein bisschen mehr helfen. 600 Meter. Ich glaube, das sind erst 600 Meter. Wir haben kein Fernglas gerade. Wir laden mal hier die Kanonen nach. Load Powder. Need Shot. Need Shot. Wir laden hier mal nach. Die Kanonen müssen wirklich dauerhaft besetzt sein. Sonst hat man hier echt ein Problem. 600 Meter. Da vorne, die mit den 400 Meter. Die müssten wir eigentlich abschnacksen. Könnte ich jetzt hier abschießen? Grapple. Ja, ein Grapple wäre nice. Könnte ich einen reinjodeln? Grapple rein. Geladen. Oh, jetzt will er auf die andere Seite. Ist das ein Hund? Kann ich die... Ne, geht nicht. Kann ich nicht auch einen Dixen? Oder geht das? Ne, geht nicht. Geht nicht! Da kommt ein Feuerregen runter. Engländer! Grabben! Wir haben sie! Wir haben sie, Captain! Feuert sie ins Verderben! Alle Mann an Deck! Okay, okay, Moment, Moment. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Geil. Das war nice. Das war nice. Die haben... Oh! Ah! Warum brenne ich denn hier? Saufi, Saufi! Oh, 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 wir werden von der linken Seite abgeschossen. Da müssen wir jetzt extrem aufpassen. Oh, oh, oh. Ah, ich wäre anders gefahren. Ich wäre ein bisschen anders gefahren. A little bit wäre ich anders gefahren. Wir haben ein paar Löcher, ein paar viele Löcher. Das ist nicht so ganz so geil. Pumpen sind aktiv. Er müsste ein bisschen vorfahren. Er müsste ein bisschen vorfahren. Aber wir müssen aufpassen, weil wenn die Fregatte uns eine Breitseite geht, sind wir down. Wir... Ja, machen wir aber hier einen Schluck trinken, dass wir nicht gleich hier von den Latschen fallen. So, need shot. Er müsste auch mehr Befehle geben. Er müsste sagen, Kanonen nachladen und. Das wäre schön, aber er fährt nicht schlecht. Er fährt wirklich nicht schlecht. Wir müssen hier vorne mal ein bisschen die Sachen fixen vielleicht. Ah! Nimm mich mit! Nimm mich doch mit! Ja, 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 nein! Ja, nein! Ja! Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Unsere Segel sind ziemlich im Arsch. Unsere Segel sind ziemlich im Arsch und ich brenne! Heiß, heiß, heiß! Heiß, heiß! Nein, ich will nicht ins Licht! Wir sind im Licht. Au, Schilada. Ja, wir verfolgen den aber richtig. Das ist so geil. Alter, wie wir den jetzt hier verfolgen. Ich glaube, den können wir echt kriegen. Komm, 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 lass mich auf das Schiff. Bitte, bitte nicht, bevor wir graveln. Bevor wir... Ich will da sein. Oh, Mann! Ne Wasserhose! Oh, no way! Wir brauchen eine Kugel. Navy was destroyed. Hä? Schnell! Schieß doch, Leute! Schieß doch! Komm, 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 Junge. Eine Wasserhose. Komm, Junge. Ja, abschießen, abschießen, abschießen. Abschießen, abschießen, abschießen. Wir müssen dauerhaft reinschießen. Dann kriegen wir die jetzt down. So können wir echt farmen ohne Ende. Punkte. Oh mein Gott. Die können wir echt gut... wegsnacken. Unser Schiff ist, glaube ich, auch gut gedamaged und, glaube ich, die Segel. Nee, haben sie schon alles repariert. Geiles Ding. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Na, komm, 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 komm. Ein Schuss, der quer durchgeht. Das wäre geil. Wir haben echt eine gute Position zum Schießen. Ultra gut, ultra gut. Laden, 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 laden. Komm, 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 komm. Schönes Ding. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Das sind unsere Piratenfreunde, die vielleicht dich abknattern. Oh Gott, wir haben vier Löcher. Da müssen wir aufpassen. Schnell nachladen. Wir haben ja auch fast keine Munition mehr auf die Seite hier. Es ist schon, es macht schon Bock. Ganz ehrlich, so ein Gefecht macht dann echt schon Laune.
Drei Löcher, vier Löcher, Hammer rausholen. Da hinten werden alle gefixt, die Löcher. Haben wir noch irgendwas kaputt? Alles ganz wunderbar. Toll, das sowas ist ein Gefecht nach meinem Geschmack. Ich müsste, glaube ich, die Typen noch ein bisschen lauter stellen, damit wir alles hören. Hier bei dem Schiff, ich bin es nicht gewohnt, dass es hier so eine Leiter nur gibt. Ich bin hier gewöhnt, dass rechts und links eine Takelage ist und ich hochklettern kann. Das wäre eine tolle Sache hier. Junge, schnapp mir mal die Kanone, wenn es genehm ist. Du nimmst die andere. Schön nachladen hier. Ah, jetzt wäre wieder ein Fernglas. Recht nice, muss ich sagen. Ist das unserer? Ja, das ist unserer. Auffassen, nicht ab... Nein! Schieß erstmal unsere Leute ab. Schieß erstmal 700 Meter. Puh. Das ist echt schon weit weg. Wir müssten mehr mit unseren zusammensegeln, ganz ehrlich. Ein Loch haben wir. Ich fix es gleich mal. Oh ne, es wird schon gefixt. Schön. Terminator. Echt ein Terminator. Ein Terminator. Echt jetzt? Nimm sein Schiff Terminator! 300. So. Der sollte es essen. Vor Freunden in die Luft gesprungen. Ich hab getroffen. Bescheuert, ey. Oh, nachladen. Kugeln drin. 300 Meter. Ey. Optimale Schussposition. Das gefällt mir schon mehr als 600 Meter oder 700 Meter. So kann man echt optimal schießen. So, circa. Da müsste hinhauen. Jawohl. Oh, wir haben keine Munition mehr. Ein gutes Team, gutes. Also sowas mag ich, ne, wenn es echt funktioniert und nicht totales Chaos ist, so wie bei Runde 1. Also zählt nicht als Runde 1, ganz ehrlich. 380 Meter, so circa. Könnte vielleicht noch treffen oder auch nicht. Doch, hat getroffen. Wunderbar. Kanone nachladen. Wie viel haben wir denn noch? Mal gucken. 20 Crates nur noch. Das ist nicht mehr so viel. Left side, okay, aye, Captain. Das ist natürlich optimal. Wenn einer so spricht, ist es deutlich besser. Aber wir müssen näher ran. Wir müssen näher ran. Distanzkampf ist eine schwierige Sache. 290 Meter. Der wäre mir lieber, wenn man den... Ich könnte jetzt so circa... War, glaube ich, etwas zu niedrig. Was? Getroffen? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kugeln herein. Ne, Gunpowder. Na, ah, da wurde ich erwischt. Ah, ärgerlich. Ah, Mann. Das ist echt schade. Wir haben so viele gute Hits gelandet. Also, das war aber nicht schlecht. Das war aber nicht schlecht. Es sieht auch punktetechnisch 109 Punkte. Wir wissen ja nicht, wie viel der Feind hat, ne? Sieht auch sehr gut aus. Das finde ich gut, die Funktion, dass man nicht weiß, wie viel der Gegner hat noch. Dann kämpft man erbitterter. Weil man weiß ja nicht, wie weit es geht, ne? Finde ich wirklich eine geile Funktion, ganz ehrlich. Need Shot. Den Shot gebe ich dir. So, reinrammeln. Komm, vor. Pulver rein, ja? Kümmerst du dich drum? Ach man, mir schmeckt das nicht so ganz. Von zwei Seiten können wir jetzt angeschossen werden. Vor uns ist ein Schiff. Sind etwas aufgesprengt. Es wäre geil, wenn wir die SMS-WB, wenn wir die auf den Zeiger gehen könnten. Das wäre lecker. Mann, ich weiß aber jetzt nicht, was er machen will, ne? Man könnte da jetzt feuern, aber wir haben halt nicht mehr so viel Munition. Wir haben noch 16 Supplies. Das ist nicht mehr viel. Das ist wirklich nicht mehr viel. Schießt aber vielleicht nicht unsere Kollegen ab, ne? Das wäre nett. Aus der Distanz kann man wirklich schon noch wunderbar schießen, ne? Kugeln gehen ja bis... 400 Meter, bis 700 Meter. Ich brauche da eigentlich nicht schießen, oder? Ja, jetzt hier. Der könnte treffen. Der könnte treffen. Der könnte treffen, haben wir getroffen. Wunderbar. Also, ich habe schon ein bisschen Aim, habe ich. Aber es ist auch nicht schwer, so circa zwischen dem Wert da zu treffen. Die hier vor uns brennen. Mann, wir müssen echt aufpassen. Wir haben echt fast keine Crates mehr. Aber das ist das Gefährliche. Man muss es immer ein bisschen managen. Wenn man jetzt mit neues Schiff spawnt, dann ist eine andere Geschichte, ne? Okay, was machen wir jetzt? Rechts ist ein Schiff. Wir brauchen definitiv Linksverstärkung. Wenn wir links die dauerhaft ein bisschen hinhalten, ne? Könnte es echt gut aussehen. Brauche ich nicht zu schießen. Brauche ich nicht zu schießen. Das ist Verschwendung. Feuer frei.
Das hat wunderbar gefressen. Oh, die haben wunderbar gefressen. Wir müssen aber echt aufpassen, munitionstechnisch. Dann müssen wir rammen und... Oh, schönes Ding. Den haben wir gut mitgegeben. Oh, die Wasserhosen, die donneln da gleich durch. Oh mein Gott. Tüdelü. Tüdelü. Nein. Erwin und Müller. Erwin und Müller. Navy wurde zerstört. Nice. Nice. Schön, 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 schön. Das war nice. Das war wirklich nice. Das war nice. Oh, die Galeone war sogar unser Schiff. Die auf unser eigenes geschossen. Schön. Da hinten spawnen die anderen Schiffe, die sind noch ganz weit weg. Noch nicht sichtbar auf unserer Karte hier. Das eine ist schon 500 Meter dran. Tut sich bestimmt schwer, gegen drei Schiffe hier zu kämpfen. Aber das Problem ist, wir sind gleich leer geschossen. Das darf man auch nicht vergessen. Ah ne, wir haben ein paar Crates wieder dazu bekommen. Nicht schlafen, wir können aufstehen, Leute. Oh mein Gott. Das Schiff ist eigentlich nicht. Läuft, es läuft, läuft, läuft. Also ich glaube, ich bin guter Dinge, dass wir die Schlacht hier nach Hause holen. Sehr guter Dinge sogar. Na komm. 300 Meter. Geht's mal an die Kanonenmänner! Bisschen Anstand auf Deck! Oh, das ist Rap. Macht ihr noch mehr Gravels? Dass wir noch weniger schießen können. Terminator. Pal. Der letzte hat nochmal gesessen. Geil. Geiles Ding. Geiles Ding. GG. Schön. Schön. Hat Spaß gemacht. Geil. Geil. Wie gesagt, unten die Werte, die sind immer etwas, na. Ich spiele halt immer auf den Server, wo auch was los ist. Wenn die anderen Server alle die Bilder leer sind, brauchen die reingucken. Und ja. Kann ich nochmal sehen? Ach nee, jetzt kann ich nicht mal sehen, wie gut ich im Team war. Schade. Aber das ist auch ganz egal. Ich würde mal sagen, das war es dann auch soweit von dieser wunderschönen, doch hier. Na gut, Mittelfeld waren wir. Mittelfeld. Ja, ist in Ordnung. Im Prinzip war es, na, bei ein gutes Team ist es auch nicht Wurst. Es ist auch egal, wo man circa ist. Und ich würde auch sagen, ich bedanke mich dann auch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Black Wake oder in einem anderen Spiel. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.